So, jetzt haben wir den nächsten Tagesordnungspunkt. Dazu haben wir ja heute Morgen schon ein Interview mit zwei Abgeordneten geführt. Bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Dem liegt zugrunde zwei Anträge der CDU-CSU-Fraktion. Es geht nicht nur um bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Es geht vor allen Dingen um neutrale Kraftstoffe wie E-Fuels, die jetzt als Ergänzung zur klimafreundlichen Benutzung des Autos produziert werden sollen. Es geht natürlich zur Ergänzung der E-Mobilität. Das allerdings kann auch bedeuten, dass man eben diskutiert, was man jetzt eigentlich will, E-Mobilität oder E-Fuels. Erster Redner ist Stefan Bilger von der CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel streitet, die Bundesregierung ist sich nicht einig, keiner weiß, wofür Deutschland in Europa eigentlich steht. Das erleben wir zurzeit in vielen Bereichen und so auch rund um die anstehende Abstimmung zum Verbrennerverbot auf europäischer Ebene. Die Beteiligten, Umweltministerin Lemke, der am liebsten gleich alles verbieten will, was nicht ins grüne Weltbild passt, Verkehrsminister Wissing, der lange nichts gemacht hat und jetzt hoffentlich gerade noch rechtzeitig aufgewacht ist. Dann die Unbeteiligten, Minister Habeck, von dem in dieser Frage nichts zu hören ist. Und das bei einer der zentralen Fragen für den Wirtschafts- und Industrie-, den Innovationsstandort Deutschland, kann man sich ja manchmal wirklich fragen, ob die Position des Wirtschaftsministers in dieser Bundesregierung überhaupt besetzt ist, meine Damen und Herren. Und auch der Bundeskanzler gehört zu den Unbeteiligten. Denn auch hier lässt er den Streit in der Koalition wie gewohnt laufen und eskalieren. Und wie das Ganze in Europa ankommt, ist ihm anscheinend auch nicht so wichtig. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie bei einer so entscheidenden Frage in Europa eine klare Position vertritt. Und zwar eine klare Position für technologische Vielfalt, meine Damen und Herren. Hier geht es schließlich um handfeste Interessen des Industriestandorts Deutschland und Europa. Es geht um handfeste Interessen von Millionen von Autofahrern in Deutschland und es geht um die Frage, wie Klimaschutz im Verkehrssektor erreicht werden soll, mit Verboten oder mit Technologie und Innovation. Das Verbrennerverbot macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Wir müssen aufpassen, dass wir bei den Batterien für Elektroautos nicht in neue Abhängigkeiten, insbesondere von China, geraten. Und auch deswegen müssen wir doch alle Optionen offen halten. Wenn es um Klimaneutralität geht, wieso soll ein Auto nicht auch mit Biokraftstoffen unterwegs sein oder mit synthetischen Kraftstoffen? Wenn es um Klimaneutralität geht, dann sind diese Alternativen doch auch gut. Das Auto wurde in Deutschland erfunden. Unser Anspruch muss sein, dass wir auch zukünftig die besten Technologien entwickeln, und zwar für alle Märkte, egal ob mit Elektromotor, Wasserstoff, Brennstoffzelle oder eben auch dem klimaneutralen Verbrenner. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland die klugen Köpfe, die diesem Anspruch gerecht werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch noch zwei weitere EU-Vorhaben, über die wir heute sprechen müssen. Euro 7 und Luftreinhaltung. Zur neuen Abgasnorm Euro 7 haben wir heute einen Antrag eingebracht, weil wir, und zwar genauso wie die Ministerpräsidenten der Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen, in tiefer Sorge sind. Wir fürchten, dass eine falsch angelegte Regulierung technisch nicht machbar ist. Und wenn, dann nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten. Wir befürchten, dass die vorgesehenen Testbedingungen absolut ungeeignet sind. Und wir befürchten, dass der Zeitplan der Kommission völlig unrealistisch ist. Wenigstens das hat die Bundesumweltministerin ja kürzlich auch kritisiert. Und leider, meine Damen und Herren, sind es gerade Europaabgeordnete der Grünen und der SPD, die fatale Pläne wie das Verbrennerverbot oder auch den Euro-7-Vorschlag vorantreiben, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste bei den Arbeitsplätzen. Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze, die hier bedroht sind. Und auch ohne Rücksicht auf die Verbraucher, die doch schließlich auch in Zukunft noch Auto fahren können sollen. Zumindest bin ich der Meinung, dass es jeder noch selbst entscheiden können soll, ob er in Zukunft sich noch ein Auto kaufen kann oder nicht. Und zu diesen fatalen Plänen gehört auch die von der EU-Kommission vorgesehene Verschärfung der Grenzwerte bei der Luftreinhaltung. Wir alle erinnern uns.
Grenzwerte überschritten in 90 Städten, Fahrverbotsdebatten, umfangreiche Maßnahmen wurden ergriffen. Und diese Maßnahmen haben gewirkt, eben einmal mehr Technologie und Innovation statt der damals von vielen geforderten flächendeckenden Fahrverbote. Was passiert nun? Kaum ist die Luft so sauber wie noch nie in der Bundesrepublik, kaum sind die Grenzwerte eingehalten, sollen sie massiv verschärft werden mit freundlicher Unterstützung dieser Bundesregierung. Also, drei europäische Themen, bei denen die Bundesregierung konkret gefordert ist. Erstens, Grenzwertverschärfung bei der Luftreinhaltung. Die Bundesregierung muss sich gegen die Pläne der EU-Kommission stellen und verhindern, dass wir wieder in Fahrverbotsszenarien zurückkatapultiert werden. Zweitens, Euro 7. Nein zu unerfüllbaren Testbedingungen, die nur dazu dienen sollen, dem Verbrenner vorzeitig den Garaus zu machen, wodurch massiv Arbeitsplätze in Deutschland und letztendlich die Transformation der Automobilindustrie gefährdet wird. Auch hier muss die Bundesregierung sich positionieren und eine schlechte Regulierung verhindern. Und drittens, Verbrennerverbot. Dieses Verbot macht keinen Sinn, weil es eben alternative klimafreundliche Technologien ausschließt, weil es keinen Lösungsansatz für Bestands-Pkw bringt und uns mit seiner alleinigen Fixierung auf die Batterie neue Abhängigkeiten, insbesondere von China, bringt. Gut, dass die FDP aufgewacht ist. Gut, dass manche SPD-Vertreter aufgewacht sind und gut, dass zumindest manche Grüne die Sinnhaftigkeit von E-Fuels nicht mehr komplett in Zweifel ziehen. Aber wir haben keine Zeit mehr für lange Debatten. Die Bundesregierung muss diese Pläne jetzt stoppen. So, Stefan Bilger hat es noch mal zusammengefasst und noch Euro-7-Norm erwähnt, eine Erhöhung der Abgaswerte, besser gesagt weniger Abgaswerte, eine Verschärfung der Abgaswerte von der EU-Kommission gefordert. Nächste Rednerin ist Dunja Kreiser von der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist und es sind bedrückende Zahlen, Herr Bilger, jedes Jahr sterben in Europa mehr als 300.000 Menschen an schlechter Luft. Ich durfte gestern zur Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt sprechen. Da haben wir einen wichtigen EU-Richtlinie umgesetzt und noch einmal sehr gut nachgebessert. Doch die dreckigsten Städte sind nicht zwangsläufig die mit den meist achtlos weggeworfenen Einwegprodukten. Die tatsächliche Verschmutzung bleibt unseren Augen meist verborgen. Einen großen Anteil zur Verschmutzung trägt beispielsweise Feinstaub bei, der wiederum unter anderem durch den Straßenverkehr verursacht wird. Deutschland landet auf Platz 74 von 98 Staaten bei dem Luftqualitätsindex im Jahr 2019, ein Wert, der von der WHO als gut eingestuft wird. Doch wer jetzt unbeschwert einmal tief Luft holt, sollte sich die Werte in einigen Städten genauer angucken. Das können Sie zum Beispiel schon mal allein auf Ihrer Wetter-App vergleichen. Da ist die Luftqualität auch mit angegeben. Kurzum, der Euro-7-Vorschlag ist unserer Gesundheit und für unsere Gesundheit ganz klar wichtig. Wir brauchen Vorgaben für die Herstellung von Pkw-Nutzfahrzeugen, die mit dem aktuellen Stand der Technik für eine Verringerung der Emissionen sorgen. Was sagt der Vorschlag der EU-Kommission zu Euro-7-Abgasnorm im November vergangenen Jahres nun genauer? Nutzfahrzeuge, Pkw, Transporter, Lkw und Busse, auch Elektrofahrzeuge, sollen in Zukunft sauberer werden. Der Frau zweite Kollegin, öffentliche Konsum, Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischensprache von Herrn Spaniel von der AfD? Danke. Die zweite öffentliche Konsultation dazu ist beendet. Die Euro-7-Norm betrifft nicht nur die Auspuffemissionen, sondern wird auch für CO2-neutrale Fahrzeuge wichtig bleiben. Sie regelt die Emissionen von Bremsen, Reifen und die Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien. Mit den Euro-6-Vorschriften, die seit 2020 gelten, wurde ein Wandel in der Industrie hin zu sauberen Fahrzeugen erreicht. Bereits mit Euro 6 und der Umstellung auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge werden die Stickoxidemissionen von Pkw und Kleintransporten in Europa zwischen 2018 und 2035 um 77% sinken. Ziel der Euro-7-Norm bei Pkw und Kleintransporten ist ein Rückgang der Stickoxidemissionen gegenüber 2018 von mehr als 85% bei den Bussen. Lastkraftwagen sollen die Emissionen statt bei Euro 6 vorgeschlagen auf 58% um 80% sinken. Hier gibt es ein großes Potenzial zur Emissionenvermeidung. Der Weg führt uns zur Elektromobilität. Wir haben ihn eingeschlagen, wir werden ihn weitergehen. Wir bauen weiter die Ladeinfrastruktur aus, aber da können wir natürlich noch besser werden. Aber, meine Damen und Herren, auch nach 1935 werden noch Fahrzeuge mit Verbrennermotoren auf unseren Straßen fahren. Eine Nachschärfung der Ziele ist, wie gesagt, richtig und ein Gewinn für den Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Die Norm bleibt, wie gesagt, auch bei E-Autos wichtig. Ich begrüße daher sehr, dass auch der Ausstoß weiterer Stoffe in die Regelung der Abgasnorm für Pkw einbezogen werden soll, beispielsweise Ammoniak. Ammoniak-Emissionen sind mit einem geringen technischen Aufwand vermeidbar. Mir ist die Diskussion um die höheren Kosten von Neuwagen durch die verschärfte Norm selbstverständlich bewusst. Gerade bei Kleinwagen muss man dies im Hinterkopf behalten. Die angenommenen Preissteigerungen von bis zu 400 Euro bei Mittel- oder Oberklassewagen beeindrucken mich da aber nicht so sehr. Wir alle haben wohl, glaube ich, eine Vorstellung davon, was diese Fahrzeuge kosten. Dafür dürfte dieser kleine Beitrag für die Gesundheit auf jeden Fall drin sein. Sitzheizungen sind es ja auch. Und ich meine, bei den Anschaffungskosten darf sich ein neu zugelassener Verbrenner mit einem E-Auto eben auch vergleichbar lassen. Natürlich gibt es noch einiges an Beratungsbedarf. Es müssen mehrere Punkte abgewogen werden, besser abgestimmt werden, definierte Anforderungen und festgelegte technische Details, zum Beispiel beim Onboarding-Monitoring, da ist noch einiges unklar. Aber, sehr geehrte Damen und Herren von der Union, Herr Beger, Sie haben ja einfach mal eins zu eins den Brief der Ministerpräsidenten Markus Söder, Winfried Kretschmann und Stefan Weil an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz abgetippt. Da kann ich ja fast nur für Ihre Unterstützung Richtung Niedersachsen Danke sagen. Wir werden natürlich unser Augenmerk richten auf die Machbarkeit und Umsetzbarkeit, auf eine einhaltbare Einführung und auf Kriterien bei einem Abgastest, die nicht ins Absurde gehen. Mit einer Prüfung der Emissionen eines neuen Verbrenners, mit Vollgas und Pferdeanhänger im ersten Gang, einen Bergpass bei extremer Kälte als Maßstab zu nehmen, das wird sicherlich nicht unsere Luftqualität verbessern. Die Beratungen zu Euro 7 Abgasnormen beginnen jetzt im Europäischen Parlament. Ich freue mich auf die Diskussion im Bundestag. Mehr zu Ihren Anträgen im Ausschuss. Vielen Dank. Soeben kommt eine Eilmeldung aus Brüssel, dass die EU die für Dienstag geplante Abstimmung über das endgültige Verbrenneraus verschoben hat. Das lag sicherlich nicht nur an dem Widerstand der FDP in der Ampel oder hier der Opposition im Bundestag, sondern auch an Ländern wie Bulgarien. Das ist jetzt ein wichtiger Hinweis für das weitere Verfolgen dieser Debatte. Einen, den das sicherlich befriedigen wird, ist Thomas Ehrhahn von der AfD. Hasserfüllte Kampf linker Ideologen gegen das Automobil, gegen eine der größten Errungenschaften des Industriezeitalters. Die Euro-7-Norm ist dabei nur ein weiteres Puzzlesteinchen, ein weiterer Schachzug in diesem perfiden Spiel. Bleibt sie in der jetzigen Form erhalten, bedeutet es das endgültige Aus des Verbrennungsmotors in Deutschland und in Europa. Für die deutsche Autoindustrie bedeutet das die Vernichtung von 300.000 bis 400.000 Arbeitsplätzen. Letztlich verbirgt sich dahinter aber etwas ganz anderes. Es ist nämlich der Versuch, uns eine neue Weltordnung aufzuzwingen, in welcher es das private Fahrzeug im Privatbesitz möglichst überhaupt nicht mehr geben soll. Ihr werdet nichts besitzen und werdet glücklich sein. Das ist offenkundig der Leitspruch einer selbsternannten, arroganten und unverschämten Finanzelite nach dem Wahlspruch: kaum bezahlbare Elektro-SUVs für uns und für euch, den Pöbel, Lastenfahrräder. Es wäre längst an der Zeit gewesen, sich dagegen massiv zur Wehr zu setzen, wenn ausreichend viele Länder der EU es geschafft hätten, bis heute eine Subsidiaritätsrüge auf den Weg zu bringen, wäre dies vielleicht ein erster Anfang gewesen. Die dazu notwendige Sofortabstimmung haben aber auch Sie, meine Damen und Herren von der CDU, man möchte fast sagen erwartungsgemäß, wieder einmal verspielt und verschlafen. Und so erreichen all die an diesem Vernichtungsfeldzug beteiligten Akteure Schritt für Schritt ihre Ziele. Und das funktioniert dann zum Beispiel folgendermaßen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, von niemandem gewählt, durch nichts auf der Welt demokratisch legitimiert, gibt auf der Basis von unbeweisbaren Hypothesen neue Empfehlungen für die Luftreinhaltung heraus. Und wen könnte es überraschen? Natürlich mit drastisch abgesenkten Grenzwerten. Kurz darauf übernimmt dann, darauf können Sie wetten, die EU-Kommission erwartungsgemäß diese Grenzwerte und macht daraus verbindliche Richtlinien. Die Messstellen in unseren Städten, die vorher eine ausgezeichnete Luftreinheit gemessen und bewiesen haben, stellen dann natürlich plötzlich Überschreitungen der zulässigen Werte fest. Und wie durch ein Wunder
liegt über Nacht eine Begründung vor, selbst die saubersten Euro 6 Diesel aus unseren Städten zu verbannen. Eine weitere lang ersehnte Rechtfertigung für die schon lange vorher festgelegte und angestrebte autofreie Stadt. Genau so wird gearbeitet. Über die Köpfe der Bürger hinweg, heute vermutlich von Ihnen als Verschwörungstheorie gebrandmarkt, morgen, das garantiere ich Ihnen, die bittere Realität in unseren Städten. Das alles gerechtfertigt durch die Erzählungen einer grünen Klimasekte, durch Thesen, welche von Teilen unserer Bevölkerung nicht einmal mehr hinterfragt werden, weil es die linksgrünen Medien immer wieder schaffen, die Tausenden von kritischen Stimmen einfach aus dem politischen Diskurs auszuschließen. Die natürlichen Klimaänderungen wird es derweil aber weitergeben, und zwar mit oder ohne unser Zutun. Wir aber sind dabei, unseren Wohlstand zu verspielen, unsere Lebensqualität und vor allen Dingen unsere Freiheit, meine Damen und Herren. Unsere Vorfahren fuhren mit der Pferdedroschke, wir hatten das Automobil, unsere Kinder und Enkel werden wohl mit dem Lastenfahrrad fahren. Es lebe die Welt des rot-grünen Fortschritts. Vielen Dank. Der Fernsehsender Phoenix schließt niemanden vom Diskurs aus, auch nicht Herrn Ehorn, dessen Rede wir ja gerade in voller Länge ungekürzt übertragen haben. Nächste Rednerin, Tessa Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wir haben heute die Möglichkeit, über klimafreundliche Mobilität zu sprechen, und ich tue es ausgesprochen gerne, denn offensichtlich haben so manche den Knall der Tür von Elektroautos noch immer nicht gehört. Sie setzen sich ein für schwächere Abgasnormen, für den Einsatz von E-Fuels und auch dafür, dass nach 2035 noch Verbrenner vom Band laufen sollen. Aber ist das wirklich das, was die Automobilindustrie möchte? Ich sage Ihnen, wir müssen weg von fossilen Energien. Da liegt es auf der Hand, die Antriebsart zu wechseln. Nun werden wir elektrisch, und diese Zukunft sei digital und dekarbonisiert. Das ist eine Menschenaufgabe. Jeder sehe mittlerweile ein, dass der Klimawandel unsere größte Zukunftsaufgabe ist und die größte Gefahr sei. So. Und das ist nicht grünes Wahlprogramm, sondern das hat Kelenius gesagt. Und der spricht ja immerhin für Mercedes-Benz. Und da ist er auch nicht alleine. Ab 25 fahren alle Autos elektrisch, das sagt Jaguar. Opel wird auf dem Kernmarkt in Europa 28 ausschließlich Elektroautos anbieten. Und spätestens ab 2033 wird VW in Europa nur noch E-Autos bauen. Den Unternehmen ist längst klar, in welche Richtung die Reise geht. Um weiter Spitzenreiter zu bleiben, oder anders ausgedrückt, damit wir am Automobilstandort in Deutschland am Ende nicht in die Rücklichter von Elektroautos schauen, wenn der letzte Verbrenner vom Band läuft, braucht unsere Industrie klare Leitplanken und Unterstützung. Und die bekommen Sie von uns. Da bin ich auch dem Wirtschaftsministerium sehr dankbar, dass mit 6,6 Millionen Euro in meiner Heimat, in der europäischen Metropolregion Nürnberg, ein Projekt finanziert, um den Transformationsprozess zu begleiten und damit Arbeitsplätze am Automobilstandort in meiner Heimat eben auch sichert. Die rückwärtsgewandten Forderungen von Ihnen, von der CSU und CDU, helfen uns da wirklich nicht weiter. Und ich sage Ihnen, nach den verkehrspolitischen Fehlzündungen der letzten Legislaturperioden mit Pkw-Maut, mit Flugtaxis und Hyperloop, nachdem Sie bei der letzten Bundestagswahl aus der Kurve geflogen sind, von der Regierungsbank im Oppositionsgraben gelandet, da sollten Sie eigentlich die Zeit nutzen, um Ihnen ein Profil Runderneuerung zu geben, statt mit veralterten, klapprigen Konzepten der Vergangenheit, bei denen bald der TÜV-Bart läuft, weiter zu wollen.
Zum Thema saubere Luft sei noch gesagt, nicht nur Klimaneutralität, sondern auch bei der Luftreinhaltung haben wir noch jede Menge zu tun. Auch hier hat sich die Ampelkoalition was vorgenommen. Die Euro-7-Norm leistet hier einen sehr wichtigen Beitrag. Und wenn Sie von Volkswirtschaft sprechen, dann sprechen Sie bitte auch von den 153 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Schäden durch vorzeitige Sterbefälle aufgrund von Luftverschmutzung. Das geht bei Ihrer Rechnung nämlich fehlt. Und deswegen geht Ihre Rechnung auch gar nicht auf. Und zum Thema E-Fuels, auch wenn Sie das Mantra tagtäglich bringen und auch wenn es in der öffentlichen Debatte deswegen nicht so rüberkommt, die Beimischung von E-Fuels ist heute bereits möglich. Da braucht es keine Gesetzesänderung. Bei Autokraftstoffen wären sogar 100% möglich, aber Sie werden keine Tankstelle finden. Ganz einfach deswegen, weil die Herstellung von E-Fuels extrem ineffizient und wahnsinnig teurer ist. Und deswegen wird auch das keinen Beitrag für die Zukunft leisten. Wir haben gute Konzepte und die lauten Elektroautos und eine umfassende Verkehrswende. Vielen Dank. Auf Tessa Ganserer von Bündnis 90 Die Grünen folgt jetzt Bernd Rixinger, Fraktion Die Linke. Auf Alexander Kähler am Mikrofon folgt jetzt Katharina Kühn. Wir sind mittendrin in der Debatte um bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Bernd Rixinger von den Linken. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ab dem Jahr 2035 sollen in der Europäischen Union keine PKWs mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden. Statt diese Entscheidung des Europäischen Parlaments zu begrüßen und als Chance für einen sozialökologischen Umbau der Automobilindustrie zu sehen, will Verkehrsminister Wissing mit einem Veto in der EU-Kommission aufwarten. Die Forderung, dass Verbrennermotoren auch nach 2035 zugelassen werden sollen, wenn sie mit E-Fuels betankt werden, ist völlig aus der Zeit gefallen. Die komplizierte Herstellung von E-Fuels ist sehr aufwendig, extrem teuer und eine absolute Energieverschwendung. Ein klassisches Elektroauto fährt mit der gleichen Strommenge 3 bis 5 Mal so weit wie ein mit E-Fuels betanktes Auto. Was soll dieser klimapolitische Irrsinn? Gerade bei neuen Autos gibt das keinen Sinn. Herr Kollege, heute erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Mothorst von der FDP? Von wem? Herr Mothorst von der FDP? Ja, natürlich. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Sie sind von Hause aus Bankkaufmann und Gewerkschaftssekretär. Beides sehr respektabel und wichtig, aber ist vielleicht das eigentliche Problem, dass wir hier als Politiker gerade darüber diskutieren, welche Technologie in 10, 15 Jahren sich durchsetzen wird oder nicht. Und vielleicht sollten nicht wir das entscheiden. Und welche Angst haben Sie vor E-Fuels? Niemand verbietet das E-Auto. Niemand möchte, dass dort irgendetwas schlechter gestellt wird. Es geht darum, Dinge möglich zu machen. Welche Angst haben Sie vor Technologiefreiheit, dass Sie hier so gegen eine Antriebsart pöbeln? Vielen Dank für die Frage. Kein Dank für den Beifall. Es geht um einen Pfad, den wir politisch hier diskutieren und bestimmen müssen. Es ist aus heutiger Sicht völlig unmöglich, beide Pfade zu gehen. Es kostet sowieso den deutschen Staat extrem viel Geld, die Infrastruktur für die Elektromotorisierung auf den Weg zu bringen. Sie müssten beide Strukturen ausbauen. Das ist zu teuer und zu energieaufwendig. Es geht da gar nicht darum, dass E-Fuels eine Bedeutung haben für Schiffe, für Flugzeuge, für viele andere Dinge und vielleicht auch für gebrauchte Autos. Es geht hier aber bei Ihrem Vorstoß um neue Autos. Und da gibt es überhaupt keinen Sinn. Ich werde in meiner weiteren Rede im Übrigen noch deutlich machen, dass das auch nicht im Sinne der Automobilindustrie ist und nicht im Sinne der Arbeitsplätze. Die Beschäftigten werden bei Ihrem Kurs verlieren. Heute gehen im Übrigen in über 200 Städten junge Menschen beim Klimastreik von Fridays for Future auf die Straße. Sie streiken gemeinsam mit den Beschäftigten von Verdi,
in den Verkehrsbetrieben. Sie fordern zu Recht massive Investitionen in den Ausbau von Fuß- und Radverkehr für Bus und Bahn statt in Subventionen für noch mehr Autos und Autobahnen. Sie fordern gemeinsam eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrer und Busfahrerinnen. Darauf sollte sich der Verkehrsminister konzentrieren, anstatt sich in den Sackgassen einer verfehlten Verkehrspolitik zu verirren. Selbst den Automobilkonzernen, das komme ich drauf, den Zulieferern und schon gar nicht den Beschäftigten wird damit ein Gefallen getan, was der Verkehrsminister machen will. Die Entscheidung für Elektromotorisierung ist doch längst gefallen. Aber entgegen der vollmundigen Ankündigungen namhafter Manager der Automobilindustrie hinken gerade die Konzerne in Deutschland beim Umbau weit hinterher. Nicht einmal im Heimatmarkt Deutschland gelingt es den deutschen Herstellern, ihre gewohnten Marktanteile auch nur annähernd ins Zeitalter der Elektromobilität hinüber zu retten, schreibt die Stuttgarter Zeitung diese Woche. Allein Tesla verkauft mehr Elektroautos als alle Hersteller hierzulande zusammen. Wäre die gesamte deutsche Autoindustrie ein einziger Elektrohersteller, Autohersteller, käme sie gleich auf mit dem chinesischen Hersteller BYD auf Platz 2, sagt der Autoexperte Stefan Pratzl. Auf dem chinesischen Markt ist die Bilanz noch um ein Vielfaches schlechter. Dazu kommt, dass häufig die falschen Autos gebaut werden, zu groß, zu teuer, zu protzig, sodass Autokonzerne wie Fiat bei Elektroautos höhere Marktanteile auf dem deutschen Markt erzielen, als das bei Verbrennern der Fall ist. Die Luxusstrategie von Mercedes ist hochprofitabel, aber auch hochriskant, gerade für die Beschäftigten. Es wäre die Aufgabe der Regierung, sich um eine sinnvolle Strategie bei der Transformation zu kümmern, eine Transformation, die sowohl das Klima als auch die Arbeitsplätze schützt. Die Entschärfung von EU-Vorgaben würde genau zum Gegenteil führen. Sie würde die Transformation bremsen, anstatt sie voranzutreiben. Außerdem muss der Anteil an privat genutzten Autos sinken, wenn wir auch nur die geringste Chance nutzen wollen, die Klimaziele zu erreichen. Und was völlig unterschätzt wird, der Bau von öffentlichen Verkehrsmitteln, von Bahn, ÖPNV, die Digitalisierung nachhaltiger Mobilität könnte bis zu 400.000 qualifizierte Arbeitsplätze in der Industrie entstehen lassen. Wir brauchen einen Richtungswechsel in der Verkehrspolitik, bevor es zu spät ist. Und für die Bundesregierung spricht nun der zuständige Minister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereits jeder zweite Pkw, der im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassen wurde, hatte einen alternativen Antrieb. Das zeigt, Menschen steigen um. Immer mehr. Und das macht Mut. Und eine weitere Tatsache macht ebenfalls Mut, nämlich dass die deutsche Automobilindustrie zunehmend Elektrofahrzeuge auf den Markt bringt, die mit Reichweite und Praxistauglichkeit überzeugen. Dahinter steckt ein gewaltiger Kraftakt. Ein Kraftakt, der nicht nur von Konzernmanagern aus Auto- und Zulieferindustrie zu stemmen ist, sondern vor allen Dingen auch von Hunderttausenden Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die dort Geld verdienen und die Steuern zahlen. Steuern, mit denen wir unseren Sozialstaat finanzieren und dringend notwendige Investitionen, auch Investitionen in den Klimaschutz finanzieren. Es liegt daher in unser aller Interesse, dass die deutsche Automobilindustrie bei diesem gewaltigen Wandel erfolgreich ist. Und deshalb ist klar, Vorschriften, Regularien, die den Erfolg ausbremsen, können wir uns nicht erlauben. Und so wie die neue Abgasnorm Euro 7 im Augenblick geplant ist, würde sie vor allen Dingen Kleinwagen überproportional verteuern. Und das halte ich nicht für eine gute Idee. Und sie würde die gewaltigen Ressourcen und finanziellen Mittel binden, die dann in der Folge bei der Weiterentwicklung emissionsfreier Mobilität fehlen würde. Das kann niemand ernsthaft wollen. Und es ist widersprüchlich,
wenn die EU-Kommission einerseits hohe Klimaschutzziele fordert, andererseits aber das Erreichen dieser Ziele durch überambitionierte Regulierung erschwert. Daher steht für mich fest, bei Euro 7 müssen wir noch mal ganz grundsätzlich ran. Das Ergebnis darf weder Arbeitsplätze gefährden, noch darf es dazu führen, dass Mobilität zum Luxusgut wird. Und wir haben ja jetzt einiges auch schon zu E-Fuels gehört. Und ich fand es ja bemerkenswert, dass der Kollege Rieksinger die entscheidende Frage, warum er Angst vor E-Fuels hat, nicht beantwortet hat. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil eine technologische Lösung offen zu halten, ist ja kein Risiko, sondern nur eine Chance. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass wir E-Fuels nicht nur für die Bestandsflotte, sondern auch in Zukunft zulassen. Und interessant fand ich Ihre Ausführungen, Herr Kollege Bilger, als Sie gesagt haben, die Bundesregierung müsse sich gegen die Pläne der EU-Kommission stellen. Und Sie hatten eine ganze Reihe von Personen aufgezählt, die Sie auffordern, etwas zu tun für Technologieoffenheit, für E-Fuels, für die deutsche Automobilindustrie. Eine Person haben Sie vergessen, die Kommissionspräsidentin. Herr Minister, gestatten Sie eine Frage Frau oder Bemerkung Leyen, aus der AfD-Fraktion? Frau von der Leyen spielt ja auch keine untergeordnete Rolle bei der ganzen Sache. Und deswegen haben wir auch gegenwärtig einen Konflikt, weil die EU-Kommission zugesagt hatte, einen Vorschlag zu machen, um Verbrennungsmotoren nach 2035 zulassen zu können, wenn sie nachweislich nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können. Und deswegen ist ausgerechnet die Person besonders gefordert, die Sie in Ihrer Liste nicht aufgeführt haben. Ja, wir brauchen synthetische Kraftstoffe für die Bestandsflotte. Im Jahr 2045 wird jedes zweite Auto in Deutschland mit einem Verbrennungsmotor fahren. Und ich bin erstaunt, wir wollen im Jahr 2045 klimaneutral sein, aber niemand außer uns macht einen Vorschlag, wie wir das machen sollen. Denn wie wollen Sie, wenn jedes zweite Auto ein Verbrennungsmotor ist, klimaneutrale Mobilität haben, wenn Sie nicht klimaneutrale Kraftstoffe zur Verfügung stellen? Also ist die Kostendiskussion sicherlich eine. Ja, natürlich muss man sich auch über die Kosten dieser Kraftstoffe unterhalten, das ist richtig. Aber es ist ja auch nicht so, dass batterieelektrische Fahrzeuge günstiger wären als Verbrennungsmotoren. Und deswegen müssen wir die Kostenfrage im Blick haben, sowohl bei den Elektrofahrzeugen als auch bei synthetischen Kraftstoffen. Aber die Kostenfrage darf uns doch nicht, Herr Kollege Rieksinger, davon abhalten, Klimaschutzziele einzuhalten. Und deswegen macht das keinen Sinn zu sagen, ich akzeptiere, dass 2045 jedes zweite Auto in Deutschland mit dem Verbrennungsmotor rumläuft, kümmere mich aber nicht darum, dass wir klimaneutrale Kraftstoffe dafür haben. Das ist nicht überzeugend. Das ist nicht überzeugend. Und deswegen ist die Haltung der Bundesregierung klar. Wir haben immer gesagt, wir unterstützen auch Kompromisse auf europäischer Ebene. Jetzt brauchen wir eine Antwort auf die Frage, wie geht es weiter mit dem Verbrennungsmotor, wenn er mit synthetischem Kraftstoff betrieben wird nach 2035. Diese Frage ist nicht beantwortet, obwohl die EU-Kommission sie beantworten wollte. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch betonen, die Bundesregierung ist in diesem Punkt sehr verlässlich. Wir haben im vergangenen November mit der EU-Kommission das deutlich angesprochen. Wir waren sogar so konstruktiv, dass wir gesagt haben, wir halten das im Verfahren jetzt nicht auf. Aber wir waren natürlich schon in der Erwartung gestartet, dass die Zusage, einen Vorschlag zu machen, wie das dann funktioniert nach 2035, dass die nicht in die Schublade gelegt wird, sondern dass die abgearbeitet wird. Insofern hat die EU-Kommission und ihre Präsidentin, Herr Kollege Bilger, jetzt noch einiges zu tun. Vielen Dank. Volker Wissing, der Bundesminister für Verkehr und Digitales, dürfte zufrieden sein, dass der Beschluss über das Verbrenner aus 2035 aufgeschoben wurde. Das klang doch sehr an in seiner Rede. Für die Unionsfraktion spricht nun der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter, lieber Herr Bundesverkehrsminister, großes Lob von der Union für Ihre Rede. Wir sind ganz bei Ihnen. Wir würden uns freuen, wenn die FDP auch noch für ihren Minister klatscht. Wir sind nur etwas irritiert, weil eigentlich sitzt ja hier die Koalition, die gemeinsam fortschrittlich, vernünftig regieren möchte
Und da hört man schon den Widerspruch in sich, wenn man die Rede, Herr Bundesminister, gerade von Ihnen gehört hat. Und wenn ich vorhin noch die Worte aus der grünen Fraktion im Ohr habe, über die Linken rede ich gar nicht, dann merkt man, dass es offensichtlich nicht zusammenpasst. Aus des Verbrennermotors 2035, dafür im neuen Deutschland-Tempo, der Deutschland-Takt 2070. Das sind so diese Zeitdimensionen, in denen sich diese Bundesregierung bewegt, indem sie glaubt, umzusteigen, auszusteigen oder Verkehrspolitik wohl aufgleisen zu wollen. Ja, es ist versäumt worden durch die Ampelregierung, rechtzeitig in Brüssel hier andere Ergebnisse zu erzielen. Herr Minister, Sie können sich den Vorwurf nicht ersparen, hinterherzufahren, hinterherzulaufen und jetzt versuchen, medial Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber wahrscheinlich bei Ihren Koalitionspartnern wie immer nichts zu erreichen. Und genau das müssen Sie sich in diesem Punkt hier vorhalten lassen. Sie sind nicht der Kämpfer für klimaneutrale, bezahlbare und klimaneutrale Mobilität. Denn dann hätten Sie früher kommen müssen. Heute sind Sie zu spät. Das war eine Schaufensterrede. Denn sonst bräuchten Sie ja jetzt nicht als Beistand auch Ihren Parteivorsitzenden, der gesagt hat, das wird hier zur großen Frage der FDP, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen Sie beim Wort. Wir haben Ihnen Beifall gegeben. Wir stehen zu Ihnen, wenn Sie in die echte Koalitionsauseinandersetzung gehen. Und wir sind sehr gespannt, ob Sie es dann wirklich zur Koalitionsfrage machen oder ob Sie wie immer mit einem halbschalen Kompromiss einknicken, den Sie dann verkaufen wollen als das, was die FDP gemacht hat. Denn es geht um nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Sind Sie tatsächlich technologieoffen oder sind Sie es nicht? Sind Sie tatsächlich gleichberechtigter Partner in einer Koalition oder sind Sie nur ideologischer Steigbügelhalter? Sind Sie wirklich die Partei, für die Sie gewählt worden sind, oder sind Sie im Endeffekt nur noch ein Abklatsch, der hier Mehrheiten sichert gegen jede Vernunft? Wir brauchen eine Verkehrspolitik mit Realitätssinn. Wir brauchen vernünftige und durchdachte Ziele, die auch einzuhalten sind. Lang genug wurde in Brüssel Papier beschrieben und wieder Papier beschrieben, wo jeder sagt, das kann am Ende nicht funktionieren. Dann bitte schön, diesen Realitätssinn, Herr Minister, den Sie hier am Rednerpult eingefordert haben, dann bringen Sie diesen und tragen Sie diesen nach Brüssel. Die Menschen brauchen bezahlbare Mobilität. Die Menschen auf dem Land sind der Verlierer, wenn sie ihre Flotten kurzfristig austauschen müssen. Sind Sie technologieoffen, dann stehen wir zu Ihnen. Dann helfen wir Ihnen auch in Brüssel. Aber dafür, liebe FDP, machen Sie es tatsächlich zur Koalitionsfrage und nicht nur zur Scheindebatte. Danke schön. Ulrich Lange hat hier doch deutlich Salz in die Wunde gestreut. Denn natürlich ist das Thema für die FDP, inwieweit sie in dieser Ampelkoalition sichtbar mit ihren Positionen durchdringt. Jetzt spricht aber für die SPD-Fraktion Isabel Kademattori. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Herr Lange, bei Ihrer Rede habe ich mich gefragt, die ganze Zeit, sind Sie die Partei, die die Kommissionspräsidentin stellt? Wie Sie agieren mit Ihrer Kommissionspräsidentin, dann kann einem die Frau ja nur leid tun, ja? Sie sind ja wie die Klimakleber vor Ihrem Büro und verhindern alles, was aus der Kommission kommt. Und stellen sich hier hin und machen so, als hätten Sie mit diesen Vorschlägen nichts zu tun. Und ich gebe Ihnen recht, der Vorschlag der Euro-7-Norm ist aus unserer Sicht, so wie er jetzt von der Kommission vorgelegt wurde, nicht zustimmungsfähig, und da wird noch einiges zu tun sein, um ihn zustimmungsfähig zu machen. Meine Kollegin hat da auch ausgeführt, ja, sich für umweltfreundlichere
Autos einzusetzen für eine fortschrittliche Abgasnorm, die auch nicht nur Auspuff betrachtet, sondern auch Bremsenabrieb, Reifenabrieb, ist sinnvoll. Denn die Alternative, wenn einem die Luftreinhaltung irgendwie noch was bedeutet, ist ja dann gar keine Autos mehr in den Innenstädten. Das muss man sich auch mal klar machen. Und deswegen ist es, glaube ich, im Sinne der Automobilindustrie, dass wir diese Abgasnormen auch weiterentwickeln, weil Verbrennungsmotoren auch außerhalb Europas weiterhin eine Rolle spielen werden, weil sie in Ballungsräumen weltweit dieses Luftreinhaltungsthema ja auch haben und da deutsche Autoindustrie auch Technologieführer sein will, sein soll. Und deswegen glaube ich, dass hier auch der Weg für einen Kompromiss sichtbar ist, wenn wir klare Testbedingungen schaffen für die Euronorm, wenn wir die Fristen auch in eine realistische Richtung bewegen, dann kann auch die Autoindustrie die Anforderungen bewältigen und ihre Technologie weiterentwickeln, sodass die Luft sauberer wird und die Autos umweltfreundlicher werden. Ich will heute auch der Aufgabe der SPD nachkommen, hier ein bisschen zusammenzuführen und noch mal darlegen, wo sind wir uns eigentlich überall Kollegin, einig. Kollegin, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Ja. Sehr geehrte Frau Kollegin, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Als ehemalige Abgeordnete im Europäischen Parlament weiß ich, dass der Gesetzgeber das EU-Parlament ist. Und deswegen will ich Sie einfach noch mal fragen, wissen Sie denn, wie die SPD-Abgeordneten im Europaparlament zum Thema Verbrenner aus abgestimmt haben? Und außerdem würde ich Sie auch gerne fragen, ob Sie als SPD-Fraktion im intensiven Austausch zum Kommissar Frans Timmermans stehen, weil er natürlich das Verbrenneraus auch sehr stark befördert hat. Die Kommission macht Vorschläge, aber Gesetzgeber ist dann das Parlament und der Rat. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie sich Deutschland verhält, auch im EU-Parlament. Deswegen die klare Frage, wie haben Ihre Kollegen abgestimmt? Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Ich war gar nicht beim Thema Verbrenner aus. Ich hatte mich jetzt erstmal auf die Euronorm fokussiert, aber ich weiß sehr wohl, dass, und dazu stehen wir auch als Sozialdemokraten im Bundestag, wir die Flottengrenzwerteregelung unterstützen und die Kollegen im EU-Parlament sie auch unterstützen. Mein Punkt war, Sie kritisieren hier eine EU-Norm, einen Kommissionsvorschlag. Euronorm ist ein Kommissionsvorschlag, ist noch nicht durchs Parlament. Und Ihre Parteikollegin sitzt dieser Kommission vor. Und Sie verkünden ein Belastungsmoratorium und blockieren im Grunde genommen alles als EVP, was aus der Kommission kommt an Vorschlägen. Und da frage ich mich schon, also reden Sie auch mit Ihrer Kollegin von der Leyen darüber, was sie denn für Vorschläge zu verantworten hat. Also insofern also haben wir da alle Verantwortung, an allen Stellen auch Einfluss zu nehmen und konsistent zu sein. Also lassen Sie mich zu den Flottengrenzwerten kommen. Wo sind wir uns eigentlich einig? Wir haben kein Problem mit strombasierten Kraftstoffen, mit E-Fuels. E-Fuels werden gebraucht, sie sind notwendig. Aber in den besten Szenarien der Industrie werden wir 2030 maximal 20% E-Fuels verfügbar haben für den gesamten Verkehrssektor. Da gibt es einfach Produktionsrealitäten, Engpässe wie Elektrolyseure, Transportkapazitäten, Personal, die einen Hochlauf zu 100-150% nicht in den Raum des Realistischen stellen. Deswegen, auch da sind wir einig mit dem Verkehrsminister. Wir brauchen alle Technologien, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Wir brauchen noch nicht alle Technologien in jedem Bereich des Verkehrssektors. Natürlich muss man abwägen, wo gibt es Großanträge, die man nicht sinnvoll elektrifizieren kann. Da können E-Fuels natürlich bevorzugt zum Einsatz kommen. Wo gibt es Antriebe, die sehr gut elektrifizierbar sind und man deswegen vielleicht die knappen Mengen an E-Fuels, die wir nach wie vor noch sehr, sehr lange haben werden, gezielt einsetzen kann. Und darum geht es letztendlich auch bei dem Kommissionsvorschlag. Denn die Industrie sieht auch in den optimistischsten Prognosen zu E-Fuels vor allem die Beimischung als den Weg, die E-Fuels zu verbreiten. Und Beimischung ist nun mal nicht ein zu 100% aus klimaneutralen Kraftstoffen betankbares Fahrzeug. Es ist eben eine Beimischung. Insofern führen wir hier ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Phantomdebatte. Ist über etwas, was mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird. Und die Automobilindustrie hat dem Vernehmen nach beim Autogipfel da auch noch mal sehr klare Worte gefunden und darum gebeten, klare Rahmenbedingungen zu schaffen,
Im Pkw-Bereich setzen wir auf Elektromobilität. Die ganze Automobilindustrie in Deutschland ist auf diesem Weg unterwegs. Und sie wünschen sich, dass diese Antriebsdebatte, die irgendwo auch im Fantasieraum teilweise stattfindet, beendet wird. Dass wir aber jetzt natürlich die Voraussetzungen schaffen. Und da bin ich auch froh, dass wir den Weg gegangen sind. Strombasierte Kraftstoffe werden jetzt zugelassen. Biokraftstoffe, auch eine wichtige Brückentechnologie. HVO-Zulassung finden wir auch richtig. Wir wollen alle Technologien da einsetzen, wo sie sinnvoll sind. E-Fuels für die Bestandsflotte, für die Schifffahrt, für die Flugzeuge, Kollegin, Elektromobilität. Sie können gern weitersprechen, tun das dann aber auf Kosten Ihrer Kollegen. Danke, ich bin fertig. Ich denke, wir haben noch mal klargestellt, wir sind auf einem guten Weg gemeinsam. Und wenn wir die Bahn auch noch vor 2070 in den Deutschlandtag kriegen, werden wir auch unsere Klimaziele erreichen. Vielen Dank. Isabel Cademartori war das hier. In ihrer Rede hatte auch noch mal auf eine Zwischenfrage von Anja Weisgerber aus der Unionsfraktion geantwortet. Und nun kommt für die AfD-Fraktion Dirk Spaniel, der verkehrspolitische Sprecher. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ja, wir diskutieren hier eine tatsächliche Phantomdebatte. Das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Es geht hier tatsächlich um bezahlbare und auch klimafreundliche, wie Sie sie nennen, Mobilität. Wichtig ist das bezahlbar. Und wenn man ein Gesetz macht, wie hier dieses Euro 7, diese Euro 7-Norm, die kommen soll, auch für Deutschland, dann muss es ja einen Sinn machen. Und jetzt wissen wir alle, die genau hingeschaut haben, Euro 6 war ja auch schon eine deutliche Reduktion der Grenzwerte im Vergleich zu Euro 5. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was in dem Bewertungsbogen zu Euro 7 steht, weil alle hier doch diskutiert haben, dass es gesundheitliche Verbesserungen bringt. Drastische gesundheitliche Verbesserungen durch drastische Reduktion. Also Euro 6 hat gegenüber Euro 5 und Euro 4 teilweise eine hälftige Absenkung der Grenzwerte gehabt. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, hier steht drin, das führt dann dazu, dass die Euro 6 Emissionsgrenzwerte, die NOx-Emissionen in den Straßen der EU um 22% reduziert werden. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was das für die Gesundheit bedeutet. Steht nämlich alles in dem EU-Papier. Die Verordnungen haben die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Straßenverkehrs in Form von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen infolge des Einatmens von Luftschadstoffen geringfügig verringert. Und jetzt kommen wir zu Euro 7. Euro 7 bedeutet nämlich, dass die NOx- und Partikelemissionen in Summe gar nicht reduziert werden gegenüber Euro 6. Das heißt also, wir erwarten jetzt von Euro 7 einen Effekt, der noch nicht mal bei Euro 6 eingetreten ist. Das versteht doch jede Bankkauffrau, nur Sie offensichtlich nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das heißt, Sie machen ein Gesetz mit bewusst perfiden Regeln, die dazu führen, dass kein Auto sie erfüllen kann, nur um Ihren persönlichen Hass auf das Automobil zu befriedigen. Es geht um nichts anderes. Sie wollen Autofahren für Menschen unbezahlbar machen, ohne jeden Effekt. Und jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes. Wir haben in diesem Parlament des Deutschen Bundestages eine demokratische Mehrheit von Leuten, die den Verbrennungsmotor erhalten wollen. Lieber Herr Minister Wissing, wenn Sie Ihren Wählern das Versprechen erfüllen wollen, dass der Verbrennungsmotor bleibt, dann haben Sie in dieser irren Koalition keine Perspektive, dieses Versprechen zu erfüllen. Und Sie finden in diesem Parlament eine Mehrheit. Sie finden in diesem Parlament eine Mehrheit, das wissen Sie ganz genau, eine Mehrheit für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Und alle Abgeordneten der FDP müssen sich fragen, was sie wollen. Wollen sie das Ende der deutschen Automobilindustrie und diese unendliche Qual für die Arbeitnehmer mit Elektromobilität? Haben Sie ja gerade eben selber gesagt, das wollen Sie nicht. Nein, das wollen Sie nicht. Oder wollen Sie in dieser Scheinwelt weiterleben und den Leuten Ihr Auto wegnehmen? Sie haben die Wahl, Herr Wissing. Sie wissen genau, was zu tun ist. Wir unterstützen Sie dabei gerne. Danke. Das Wort hat der Kollege Stefan Gelbhaar für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Spaniel, dieses Pult hat zwei Mikros. Das bedeutet, man muss nicht schreien. Wir hören Sie, auch wenn Sie ganz normal reden und sich nicht so echauffieren. Nur so als Hinweis will ich mal gesagt haben.
Worum sollte es bei, die Union hat hier zwei Anträge vorgelegt, eins zu Euro 7, das andere zu, ich sag mal, platt E-Fuels. Worum sollte es also beim ersten Antrag gehen, wenn man Euro 7 hört? Da sollte es gehen um saubere Luft für alle Menschen, um Gesundheit, um zukunftsfähige Fahrzeugindustrie, um ökologisch-sozial verträgliche Automobilität. Darum sollte es gehen. Und was hat Mr. Dieselgate, Steffen Wilger, uns hier vorgetragen? Nun diesen Antrag. Da haben wir dann, im Antrag kann man zum Beispiel lesen, dass Ammoniak und Formaldehyd, dass dort jetzt Grenzwerte auf europäischer Ebene eingeführt werden sollen. Das stellen Sie im Antrag fest. Was fehlt ist, wie Sie das bewerten. Finden Sie das schlecht? Finden Sie das gut? Man liest es nicht. Wir finden es gut, wir finden es sogar überfällig. Dann stellen Sie im Antrag fest, dass dort angeblich eine Bergfahrt mit einem vollbeladenen Pkw mit Anhänger bei Vollgas und minus 10 Grad die neuen Testbedingungen sein sollen. Mit Verlaub, die EU macht sich auf dem Weg, eben gerade nicht mehr Laborbedingungen, sondern Realbedingungen zur Grundlage zu machen. Natürlich auch nicht so ein Szenario, das ist Quatsch. Worum es geht, ist, keine Schummelei mehr zu machen, Mr. Dieselgate. Zum Dritten. Im Antrag wird der Grenzwert bei den Stickoxiden thematisiert. Da stellen Sie dann als Union richtigerweise fest, dass die aktuellen Stickstoffoxidemissionen unterhalb des künftigen Grenzwerts liegen würden. Was wäre denn die Konsequenz? Da kann man zwei Sachen sagen. Entweder wir entspannen uns alle mal in Ruhe oder schreiben ein bisschen rum, je nachdem, welche Partei man so angehört. Oder man sagt, vielleicht sind die Grenzwerte nicht richtig, wir müssten die vielleicht noch verschärfen, damit wir eben saubere Luft bekommen. Liest man leider dort nicht. Vierter Punkt. Es wird immer so, also der Antrag sagt, wir sind für bezahlbare und saubere Mobilität. So, und dann kommt nichts mehr dazu. Und dann kommt etwas, was Sie machen, was leider auch der Kollege Wissing gemacht hat, der Kollege Spaniel, nämlich die permanente Gleichsetzung von Mobilität mit Auto. Sorry, das ist irgendwie, das ist noch nicht mal 1970. Das war noch nie so. Sie haben eigene Füße. So, man kann auf Fahrrad fahren, ja, in der Tat, Bus, Bahn, man kann scheren, alles das ist Mobilität. Und das festzuhalten und das mal im Kopf, im Mindset klarzukriegen, das ist wichtig und das schaffen Sie mit diesem Antrag nicht. Leider schaffen das auch andere nicht. Und damit müssen wir leider festhalten, dass die Union hier ihre Oppositionsrolle nicht wahrnimmt. Sie beteiligen sich schlicht und ergreifend nicht mehr an der Entwicklung der Mobilität, noch nicht mal mehr im Bereich Auto. Und das ist relativ traurig. Opposition sollte anders gehen. Sie sollten Ziele aufzeigen, wo es hingehen könnte. Auch sagen, das ist die Differenz zur Regierung. Das tun sie nicht. Sie zünden hier nur Nebelkerzen und die gehören bekanntlich ins Stadion und nicht ins Parlament. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Antrag. Da äußern Sie sich zu den synthetischen Kraftstoffen. Ich sage mal so, Technologieoffenheit ist ein schönes Wort, aber wer für alles offen ist, ist bekanntlich nicht ganz dicht. Und deswegen geht es hier eher um Technologieklarheit, die von der Industrie eingefordert wird, um Investitionssicherheit. Es geht darum, auf europäischer Ebene eben nicht flatterhaft zu agieren, sondern verlässlich und beständig. Und ja, es ist der Hinweis von Frau Kade-Matori war vollkommen richtig, aber unvollständig. Das will ich gerne ergänzen. Ja, Frau von der Leyen hat natürlich eine Rolle bei den synthetischen Fuels, bei den E-Fuels gehabt. Natürlich, das Verbrenner aus ist nicht vom Himmel gefallen. Und natürlich stimmt auch zum Beispiel die Niederlande zu. Mark Rutte aus der liberalen Familie, Herr Macron, können wir jetzt mal zuordnen, wo er zugehört. Das heißt, die EU hat sich doch darauf geeinigt. Das ist doch kein grünes Projekt. Das wäre ja schön, wenn wir das mal eben so durchregieren könnten. Aber wir müssen uns genau wie alle anderen miteinander verständigen. Und das ist ja auch richtig so. Und deswegen verstehe ich diesen Terz, mit dem Sie das hier vortragen, nicht, weil Sie zeigen damit einen Finger auf weiß der Geier was und die vier anderen Finger zeigen auf Sie zurück. Und das, glaube ich, gilt für jede Fraktion hier und das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen. Das ist falsch. Nächster Punkt, was wir, glaube ich, gut finden, dass die Agrokraftstoffe endlich rauskommen aus der ganzen Kiste. Tankteller-Debatte wissen wir alle, will ich gar nicht vertiefen, dass wir das Palmöl endlich verbieten, dass das in den Tank kommt, ist auch, glaube ich, richtig. Dann zu den E-Fuels. Herr Kollege Wissing, wenn wir Protokollnotizen von der EU zitieren, dann bitte vollständig. Dort ist in der Tat vereinbart worden, dass die EU-Kommission einen Vorschlag macht. Was Sie kritisieren können, finde ich vollkommen korrekt, dass der früher kommen soll, dass der Zeitplan kommen soll. Alles in Ordnung. Aber in der Protokolltonisie steht nicht mit keiner Silbe drin, dass die EU-Kommission einen Vorschlag machen soll. Das hat Frau von der Leyen nicht zugesagt, um das auch Richtung Union zu sagen,
einen Vorschlag machen soll, wie innerhalb der Flottengrenzwerte E-Fuels eingesetzt werden. Das steht dort nicht. Das steht explizit außerhalb der Flottengrenzwerte. Und wenn man was zitiert, dann muss man als Minister da vollständig zitieren. Ansonsten erzählt man hier nicht ganz das Richtige. So, und jetzt, da wo die Union jetzt gerade so wach geworden ist, mal eine Frage in die Richtung Union. Sowohl im Ausschuss als auch hier erzählen Sie dann immer über E-Fuels, dann werden immer verschiedene Länderketten aufgezählt, wo man künftig mit Windkraft E-Fuels produzieren kann. Chile wird da genannt und so weiter. Wie wär's denn mit Bayern? Wie wär's denn mit Bayern? Wann stellen wir noch mal ein Windkraft in Bayern auf? Was ist denn das für eine Nummer, auf Chile zu verweisen, wenn Sie selber Ihre Hausaufgaben nicht machen? Wenn Sie das aktiv verhindern? Was ist denn das? Das ist doch verlogen. Sorry, das geht gar nicht. So. Und letzter Punkt, E-Fuels. Ja, sie sind nicht effizient. Ja, wir brauchen sie für Flugzeuge. Und deswegen gibt der Bund auch übrigens Geld aus dafür, Forschung und Entwicklung, damit wir das für die Flugzeuge einsetzen können. Die haben auch explizit gesagt, dass sie es brauchen. Ich glaube, da in die Richtung muss es gehen. Vielen Dank. Stefan Gelper war das für die Grünen, hat jedoch noch mal sehr deutlich demonstriert, wie schwierig innerhalb der Ampelkoalition es ist, da auf einen gemeinsamen Nenner zu treffen. Judith Skudelny kann nun für die FDP antworten, Sprecherin für Umwelt- und Verbraucherschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ende 2022 hat die EU einen Entwurf einer neuen Richtlinie für Flottengrenzwerte vorgelegt. Mit der neuen Euro-7-Norm soll sich die Luftqualität insbesondere in den deutschen Städten, in den europäischen Städten deutlich verbessern. Und ganz ehrlich, gegen dieses Ziel kann niemand etwas haben. Und wissen Sie, was die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, seit über 30 Jahren verbessert sich die Qualität der Luft in den deutschen Städten kontinuierlich. Und getrieben wird diese Entwicklung von Innovationen und technischem Fortschritt. Diese guten Ideen, die dazu führen, werden auch von unseren deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren entwickelt und vorangetrieben. Es sind aber genau die Ingenieurinnen und Ingenieure, die sagen, und jetzt benutze ich mal meine eigene Formulierung, dass die neuen Vorgaben der Euro-7-Norm irgendwo zwischen überambitioniert, vollkommen irre und absolut unmöglich liegen. Ich mache es einfach mal an drei Beispielen fest, damit wir es reduzieren. Meine Redezeit reicht leider nicht aus, um alles zu sagen. Aber erstens im Entwurf wurde die nominelle Verschärfung der Grenzwerte nicht gemacht. Sie wurden vereinheitlicht. Was aber geändert wurde, sind die Testbedingungen. Man hat die Testbedingungen oder die Testrandbedingungen, wie sie offiziell heißen, deutlich verschärft. Und faktisch bedeutet das, dass in den nächsten 3 Jahren die Emissionen aus den Fahrzeugen halbiert werden sollen. Meine Damen und Herren, wenn es möglich wäre, hätten wir es schon längst getan. Das sind Ziele, die sind einfach nicht umsetzbar. Was noch besser ist, ist der Zeitrahmen. Ich habe es gerade gesagt. Im Moment ist es so, dass wir für die Zulassung neuer Motoren 1 bis 2 Jahre benötigen. Diese neuen Wundermotoren müssten von unseren Ingenieuren, von unseren Fachleuten, also innerhalb eines Jahres entwickelt werden. Das ist selbst von den besten Fachleuten nicht leistbar und damit vollkommen irre. Und das Letzte und zum ersten Mal ein Novum. Ich mache der EU noch nicht mal mehr den Vorwurf, hier vollkommen nur gegen den Verbrenner zu handeln, weil wir haben auch neue Grenzwerte, was den Abrieb von Feinstaub von den Reifen betrifft, von den Bremsen betrifft. Das ist tatsächlich eine vernünftige Regulierung. Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass ein nicht unerheblicher Anteil des Feinstaubs eben von den Bremsen kommt. Das betrifft Verbrenner, das betrifft E-Mobilität, das betrifft übrigens auch Fahrräder. Aber das ist eine sehr gute Regulierung. Allerdings soll auch diese Regulierung Juli 2025 in Kraft treten. Und heute können wir das noch nicht mal mehr verbindlich messen. Eine gute Idee. Das ist eine gute und richtige Idee. Aber wenn Dinge nicht umsetzbar sind, dann können wir sie einfach nicht leisten. Das politisch Gewollte sollte nicht mit dem technisch Machbaren verwechselt werden. Wir können Strukturwandel und wir brauchen Strukturwandel in der Automobilität. Wir können aber und wollen keinen Strukturbruch. Oder wie es ich sagen würde, manchmal denke ich, die in der EU haben einfach nicht mehr alle Latten am Zaun.
Kommissar Breton hat gesagt, er will mit der strengen Regulierung die europäische Technologieführerschaft auf den Weltmärkten erreichen. Aber mit der Regulierung, wie wir sie hier in Euro 7 haben, oder auch bei der Frage der Flottengrenzwerte, sind wir nicht die Sturmspitze, wir spielen uns hier ins absolute Abseits. Was jetzt den Antrag der CDU betrifft. Ja, vieles von dem, was dort drin steht, können wir unterschreiben. Aber vielleicht wendet ihr euch mit euren Bemühungen mal an eure eigene Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen. Die ist Mitglied der CDU und die unterstützt unseren Verkehrsminister in der ganzen Breite nicht. Mit deren Unterstützung würden wir vielleicht hier nicht debattieren, sondern in Europa schon die richtigen Regelungen haben. Am Ende wird in Europa auch keine Richtlinie so verabschiedet, wie gemacht wird. Die Ampel wird sich darum kümmern, dass die Ziele ambitioniert, aber der Weg dorthin machbar sein wird. Judith Skudelny war das. Und nun kommen wir wieder zur Opposition. Christian Hirte spricht jetzt für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Made in Germany oder German Engineering hat ja einen Klang in der Welt. Auch und vor allem in der Automobilindustrie. Deutsche Autos sind der Wunsch und das Ziel vieler Menschen in der ganzen Welt. Jedenfalls bis heute. Es ist aber allerdings keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer solchen Situation sind. Das war das Ergebnis von deutscher Ingenieurskunst, von harter Arbeit, nicht zuletzt aber auch von einem Umfeld, das genau das ermöglicht hat. Gute Ausbildungsmöglichkeiten, gute Regulierung und eine Situation in Deutschland, die hervorragend dafür war. Wie ist die Situation heute? Noch steht die deutsche Automobilindustrie für deutschen Wohlstand. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das angegriffen wird, wo der Verbrenner als Feindobjekt insbesondere von den Grünen gesehen wird, wo wir einen Angriff haben, nicht nur auf die individuelle Mobilität, sondern auf unser volkswirtschaftliches Geschäfts- und Erfolgsmodell. Und meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, dass Sie meinen, das, was jetzt vorgeschlagen wird, sei noch nicht genug, Herr Gelbhardt. Man muss noch schärfer werden. Zeigt doch nur, wes Geistes Kind Sie sind, wenn Sie meinen, dass man die Mobilitätswende mit dem Lastenfahrrad organisieren kann. Funktioniert das doch nicht für ein Industrieland wie unseres. Deswegen, meine Damen und Herren, insbesondere auch von den Liberalen und Herr Verkehrsminister, wir sind ja froh zu hören, dass wir heute andere Worte hören, dass wir wahrnehmen, dass Sie jetzt auch auf europäischer Ebene versuchen zu relativieren, was bisher die Abgeordneten der Sozialdemokraten und der Grünen im Europäischen Parlament mit Unterstützung der Liberalen in der Regierung bisher auf den Weg gebracht haben beim Verbrennerverbot. Es ist genau richtig, das jetzt in Frage zu stellen, weil das am Ende nichts bringt, weder für den Klimaschutz, weder für den Umweltschutz und schon gar nicht für unseren Standort Deutschland. Wir haben gerade gehört von der Kollegin Skudelny, ich hätte es gar nicht so drastisch formuliert, es sei vollkommen irre, was vorgeschlagen ist. Die Grünen sehen das ja offenkundig anders. Aber in der Tat, es ist so, dass das, was vorgeschlagen wird, gerade mit der Euro-7-Norm, nicht praktisch funktioniert. Es ist schlicht nicht machbar. Und es ist ein Schaden. Es ist ein Schaden für unser Land, weil Forschung und Entwicklung in Projekte gesteckt werden müsste, die keine Zukunft mehr haben. Es ist ein Schaden, weil Ressourcen verschwendet werden für eine Technologie, die keine Zukunft mehr haben soll. Es ist quasi so etwas Ähnliches, von den Grünen wahrscheinlich gewollt, wie das Vorziehen des Verbrennerverbotes, weil bestimmte Technologien schlicht nicht mehr funktionieren. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, zu versuchen, all electric in allen Lebensbereichen, auch in der Mobilität, auf den Weg zu bringen, kann am Ende nicht funktionieren. Verbrennerverbot heißt all electric, Herr Gelbhardt. Und das ist genau der falsche Weg. Es ist ein Weg, den am Ende sich niemand mehr leisten kann, außer vielleicht gut verdienende grüne Wähler. Unser Ziel ist es nicht. Wir wollen, dass man sich den Realitäten stellt. Die Kollegen und Sprecher der FDP haben das gerade deutlich gemacht. Das unterstützen wir ausdrücklich.
Es ist auch deswegen falsch, mit der Euro-7-Norm so umzugehen, wie wir es momentan sehen, weil es schlicht der falsche Zeitpunkt ist. 2025 ist völlig unmöglich auf den Weg zu bringen. Wir sind in einer Situation, wo wir Krieg in Europa haben, wo wir Rekordinflation haben, wo wir Lieferketten haben, die in Frage gestellt sind. Deswegen, liebe Kollegen, insbesondere von der FDP, aber auch von den Sozialdemokraten, die ja zum Teil zugestimmt haben, was wir in unserem Antrag fordern, unterstützen Sie uns. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Helfen Sie, dass Deutschland auch in der Zukunft der Wachstumsmotor und die Automobilindustrie der Garant für Wohlstand und Fortschritt ist. Vielen Dank. Hier ganz klares Werben um die Koalitionäre von Christian Hirte für die SPD-Fraktion. Spricht jetzt Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was brauchen wir für einen klimafreundlichen Verkehr? Wir brauchen die Antriebswende, wir brauchen aber auch eine ganzheitliche Mobilitätswende. Und es ist ja richtig, dass wir so viel über Pkw und Straßenverkehr reden heute Morgen, denn die meisten Emissionen werden nun mal auf der Straße verursacht. Und für uns ist klar, der entscheidende Schlüssel, und das sagen auch alle Wissenschaftler, für mehr Klimaschutz im Straßenverkehr ist der beschleunigte Hochlauf der Elektromobilität, ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur und ist auch der Ausbau der erneuerbaren Energien dafür. Und daher ist es richtig, dass wir uns auch im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt haben, dass wir bis 2030 15 Millionen E-Autos im Bestand haben wollen und dafür auch 1 Million Ladepunkte errichten wollen. Und genau dafür brauchen wir jetzt auch eine zügige Umsetzung des ja neu erweiterten Masterplans Ladeinfrastruktur durch das BMDV, denn es braucht ein flächendeckend gutes Ladenetz. Und da wir ja heute in der Debatte schon so viel über Realitäten, Realitätschecks geredet haben, dann schauen wir uns das doch mal an. Die Kollegin Ganserer hat ja eben schon einige Beispiele genannt. VW hat den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vorgezogen auf 2033. Bis 2029 werden allein 79 neue Elektroautomodelle auf den Markt kommen. Nissan hat gestern erklärt, dass Europa der Kernmarkt der Elektromobilität für sie wird. Die Peugeot-Chefin sagt, die Elektromobilität ist die beste Lösung. Das ist die Realität, denn die Automobilindustrie hat sich doch längst schon eine Roadmap für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor gegeben. Sie treibt Investitionen voran, sie treibt Innovationen voran, auch mit deutscher Ingenieurskunst. Und genau das ist wichtig, dass wir diesen europäischen Standort hier weiter fördern. Wir sind klar, die Industrie ist klar. Und das ist wichtig auch für die Arbeitsplätze der Zukunft, meine Damen und Herren. Und daher, auch bei allen Diskussionen hier um Technologieoffenheit, um E-Fuels, um die Debatte auf europäischer Ebene für E-Fuels außerhalb der Flottengrenzwerte bei Neuzulassungen, ist doch wirklich entscheidend. Eben diese Verlässlichkeit im politischen Handeln, diese klaren Rahmenbedingungen weiterzugehen, das braucht die Industrie, das brauchen die Beschäftigten und das brauchen auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir auch als Bundesregierung in Europa, in Brüssel so weiter fortführen. Wenn wir jetzt aber die Klimawende in der Mobilität schaffen wollen, da dürfen wir doch bitte nicht nur den Blick auf das Auto verengen. Wir brauchen neben den technischen Neuerungen vor allem doch Maßnahmen auch der Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Denn ich bin auch davon überzeugt, zur Erreichung dieser Klimaziele, da müssen wir doch auch das Mobilitätsverhalten ändern. Ein Weiter-so kann es doch auch dort nicht geben. Und dafür brauchen wir doch deutlich bessere Angebote und Anreize. Das schaffen wir jetzt zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket, mit einem dauerhaften Anreiz auch für den Umstieg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV. Und das muss auch natürlich auf der Schiene weitergehen mit einem deutlichen Fokus. Kollegin Martin, achten Sie bitte auf die Zeit. Letzter Satz, Frau Präsidentin, weil doch egal, über welche Antriebsart wir hier im Straßenverkehr, wir reden, das klimafreundlichste Transportmittel für Personen und für Güter, das ist und bleibt die Schiene. Und da wird unser Fokus der Mobilitätspolitik drauf liegen. Herzlichen Dank.
Dorothee Martin war das und Sie sehen es gleich an den Rednern, dass die Rednerzeit je nach Fraktionsgröße vergeben wird. Wir haben jetzt hier ein kleines Zwischenspiel zwischen Union und SPD. Thomas Pareis spricht als nächstes für die Unionsfraktion. In vielen Bereichen haben Sie ja recht, dass wir den Umstieg hier machen müssen, auf andere Verkehrsträger auch. Aber ich glaube, dass auch die Politik der letzten eineinhalb Jahre gezeigt hat, dass Sie in vielen Bereichen sogar den Rückschritt machen. Im Bereich der Bahn haben Sie ja einen Rückschritt gemacht, im Bereich der Wasserstraßen machen Sie weniger. Aber der Radverkehrspläne machen sie weniger als wir. Insofern geht es eher zurück als nach vorne. Insofern ist es ja kein Konzept, das funktionieren wird in den nächsten Jahren. Deshalb ist es ja umso ärgerlicher, dass Sie auch in dem Bereich der PKWs und der Verbrennermotoren hier den falschen Weg einschlagen. Und ich hatte eigentlich gedacht, gehofft eigentlich heute, dass wir etwas Klarheit reinbekommen in die Debatte. Ich hatte diese Woche, als der Herr Wissing gesagt hat, er wird hier ein Machtwort sprechen, der Verbrenner aus wird nicht so kommen nächste Woche, habe ich gedacht, jetzt haben wir eine klare Linie, es ist Klarheit und Sicherheit, auch für die Technologieoffenheit, die ja so wichtig ist und die wir alle auch gemeinsam schützen. Aber nach der heutigen Debatte muss man sagen, es ist mehr denn je unsicher und für die Beschäftigten immer mehr Unklarheit im Raum. Und das ist etwas, was dem Industriestandort Deutschland, dem Technologiestandort in großer Form schadet und auch langfristig gesehen uns eher zurückwirft und nicht ein Fortschritt sein wird, sondern eher ein Rückschritt darstellen wird. Wir haben, und das ist ein Bereich, wo wir Weltmarktführer sind. Wir sind Weltmarktführer in verschiedenen Technologien, auch im Bereich der LKWs, der Premiumfahrzeuge. Die Automobilbranche ist ein Wachstums- und auch ein Wohlstandsthema für uns in ganz, ganz hohem Maße. Und für über 4 Millionen Menschen eine sichere und auch eine gute Arbeit. Und diese Menschen haben derzeit auch ganz große Sorgen, was man sieht in Stuttgart bei Bosch. Über 150.000 Menschen bei Bosch sind von diesem Thema abhängig und haben große Sorgen, was jetzt hier passiert. Und auch da ist diese Unsicherheit und diese Unflüssigkeit eine ganz, ganz große Gefahr. Auch hier bitte ich um etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr auch Respekt vor dem. Der Herr von den Grünen hat gesagt, wir sollten da nicht so einen Terz machen für dieses Thema. Ich glaube, der Terz ist berechtigt und ich glaube, wir sollten auch hier schauen, dass wir ernsthaft mit diesen Sorgen der Menschen auch umgehen, liebe Kollegen. Die große Frage, die wir, und ich habe es auch, wo ist denn die SPD? Wo ist die SPD und der Bundeskanzler in dieser großen Frage? Die SPD-Kollegen im Parlament in Brüssel stimmen für Verbrenner aus. Die Kollegin Schulze als Ministerin sagt Verbot von Biokraftstoffen, ja, ein Rückschritt nur für die CO2-Reduktion, weil Biokraftstoffe heute schon über 4,5 Millionen Tonnen jedes Jahr einsparen. Und ein Raus aus dem wäre 4,5 Millionen Tonnen mehr CO2. Auch das wäre ein großer Rückschritt. Und hier hört man wieder in Berlin, dass Herr Scholz anscheinend hintenrum den Herrn Wissinger stützt. Auch hier, die SPD ist total ausfallen in dieser Frage. Wir brauchen auch hier ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und zu diesen Arbeitsplätzen. Auch das ist das, was dringend notwendig ist, meine Damen und Herren. Wir erwarten grundlegende Veränderungen des Vertrags. Nächste Woche haben wir ein bisschen Zeit bekommen, der Vertrags. Diese Abstimmung wird dann aber verschoben nochmal. Aber es braucht jetzt auch dann Worte, nicht nur Taten, es braucht Taten, sondern auch Worte. Wir brauchen jetzt auch eine ganz klare Änderung der Gesetze in Brüssel und damit auch eine wirkliche Chance für E-Fuels, für Biokraftstoffe und damit auch für einen technologieoffenen Ansatz, der dann auch Klimaschutz bedeutet und Arbeitsplätze sichert. In diesem Sinne, Herr Kollege, Wissing, denken Erfolg. Sie an den Kollegen Ploss, der noch Dankeschön. Reden möchte. Dankeschön. Ja, Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau drohte damit indirekt schon an, dass wenn Thomas Bareis zu lange spricht, Christoph Ploss Zeit abgezogen wird. Aber das ist nochmal gut gegangen. Sebastian Rolloff nun für die SPD-Fraktion erst einmal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive zunächst mal vor der Klammer klarstellen, dass die Erreichung der deutschen und der europäischen Klimaziele selbstverständlich höchste Priorität haben müssen. Und da ist der Verkehrsbereich selbstverständlich gefordert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau diese Diskussion heute führen. Das geht einerseits für den Klimaschutz, aber natürlich auch für die Luftreinhaltung, zum Beispiel in Städten.
Klar ist aber aus der Perspektive der Industrie auch, dass es vor allem Planungssicherheit braucht. Die Industrie kann viel. Die Industrie hat in Deutschland viel technische Exzellenz. Sie muss aber auch wissen, auf was sie sich einstellt. Und mit dem absehbaren, es ist ja jetzt noch mal verschoben worden, ich glaube aber, dass da nicht viel inhaltlich dran zu rütteln ist, beschlossenen Verbot der Neuzulassung von Verbrennermotoren ab 2035 ist ein Zeitrahmen gesteckt. Da kann die Industrie sich darauf einrichten und sie tut es auch schon. Wir haben es gehört. Ob da jetzt Debatten wie, ich muss die Präsidentin bittet um Einhaltung der Redezeit, deswegen habe ich keine Zeit und muss ein bisschen schneller machen, warum wir da jetzt teilweise ein bisschen auf Nebenkriegsschauplätze uns begeben, wie zum Beispiel beim Thema E-Fuels, habe ich noch nicht ganz verstanden. Das kann an mir liegen, wir können die Diskussion auch gerne weiterführen, aber da ist noch ein gewisses Erkenntnisinteresse da. Und genau bei diesem Punkt setzt auch die Kritik am aktuellen Vorschlag zu Euro 7 an. Wie gesagt, die Industrie stellt die Weichen mit Blick auf Klimaneutralität. Und eine neue Verordnung, die die Rechtslage jetzt aber noch mal verändert, würde dazu führen, dass Investitionsmittel anderweitig gebunden wären, teilweise auch Beschäftigung bedroht wird oder Kleinstwagenmodelle eingestellt werden können. Das kann auch wieder soziale Probleme mit sich bringen. Dementsprechend hat sich mir der Sinn von Euro 7 noch nicht ganz erschlossen, insbesondere weil ja die Emissionswerte im Ergebnis beim Pkw gleich bleiben würden, nur eben bei Testrandbedingungen. Völlig, also ich finde, völlig unrealistische Anforderungen gestellt würden. Dementsprechend können wir gerne über strengere Grenzwerte reden, was uns betrifft, aber eben nicht über eine Veränderung nur bei den Testrandbedingungen. Da bleibt die Kritik soweit erhalten. Und das Gleiche gilt auch für schwere Nutzfahrzeuge. Ich weiß aus meinem alten Leben, dass die Entwicklung eines neuen LKWs ungefähr 10 Jahre dauert. Und ich weiß auch, dass die Industrie längst bei batterieelektrischen Antrieben und Brennstoffzellenantrieben dabei ist, um mehr Klimaneutralität zu erzeugen und diesen Weg zu gehen. Auch hier würde eine Euro-7-Regelung, die im Ergebnis nur eine leichte Verbesserung der Grenzwerte bringt, aber die Planungssicherheit massiv erschüttert, wenig bringen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir uns einig sind, dass die Zukunft klimaneutral ist. Über den Weg streiten wir in Zukunft gerne weiter, aber bitte auch mit Maßnahmen, die der Sache dienen. Vielen Dank. Danke. Das Wort hat Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal haben wir uns sehr gefreut, dass E-Fuels, das klimaneutrale Kraftstoffe, das E-Diesel in Zukunft an Tankstellen vertrieben werden können. Wir sind eins der letzten Länder in der Europäischen Union, in denen das nicht möglich ist. Wären Sie, liebe Ampelkoalition, den Anträgen der CDU-CSU-Fraktion gefolgt, dann hätten wir das schon längst in Deutschland beschließen können. Und aufgrund der Ergebnisse der Landtagswahlen in den vergangenen Monaten erfreut uns auch sehr, dass die FDP jetzt doch dafür kämpfen möchte, dass es kein Ende des klimaneutralen Verbrennungsmotors geben wird. Wir werden Sie dabei, lieber Herr Wissing, unterstützen. Sie haben hier die politische Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion, wenn Sie das Richtige tun. Wir werden Sie aber auch daran messen, ob Sie liefern werden und ob Ihren Worten Taten folgen werden. Wir werden genau wie das Land auf die Abstimmung in Brüssel schauen. Es darf kein Ende des klimaneutralen Verbrennungsmotors geben. Im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne von Hunderttausenden Arbeitsplätzen in unserem Land. Kollege Ploss, gestatten Sie eine Frage Gerne. Oder Bemerkung des Kollegen Gelbhardt? Gerne. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Sie haben ja gerade gesagt, dass man E-Fuels in so vielen Ländern schon tanken kann. Können Sie mir denn sagen, in welchen Ländern denn tatsächlich E-Fuels getankt wird? Schauen Sie nur in die europäischen Nachbarstaaten. Jetzt fehlt mir die Redezeit, die alle aufzuführen, aber ich schicke Ihnen gerne eine Grafik. Sprechen Sie mit den Verbänden. Herr Gelper, entweder bleiben Sie stehen. Herr Kollege Gelper, Ihr Auftritt bei der ganzen Debatte.
der ist wirklich das Symbol, warum die Grünen hier in Berlin abgewählt wurden. Und ich kann Ihnen nur sagen, so wie Sie, ich bin der Letzte, der jetzt Herrn Wissing in den vergangenen Monaten verteidigt hat. Er hat genug Fehler gemacht, aber so wie Sie Ihren Minister aus der Koalition behandeln, so etwas tut man nicht. Und wir werden Ihnen im Nachgang gern die Grafiken zur Verfügung stellen. Denn eines, das ist doch ganz klar, Sie brauchen doch keine Angst vor E-Fuel zu haben. Wenn wir als Politik die Ziele definieren, dann können doch Unternehmen, dann können Verbraucher in der sozialen Marktwirtschaft entscheiden, auf welchem Wege die Klimaziele erreicht werden. Wir brauchen aber keinen Klimaschutz mit immer mehr staatlichen Vorgaben und mit Staatswirtschaft, sondern Klimaschutz erreichen wir mit Technologieoffenheit und sozialer Marktwirtschaft. Das wird der Ansatz der CDU-CSU-Fraktion sein. Und dabei werden wir Sie, Herr Wissing, unterstützen, wenn Sie in den nächsten Wochen das Richtige tun. Herzlichen Dank. Christoph Ploß war das. Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser doch sehr aufgeregten Debatte. Das ist Markus Hümpfer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Industriemechaniker und ich bin Ingenieur. Einer von 40 Ingenieurinnen und Ingenieuren im Deutschen Bundestag. Und ich komme aus der Automobilindustrie. Jetzt mache ich Klimaschutz und Energiepolitik. Grund genug also, sich mal mit Ihren Anträgen zu beschäftigen. Und mich verwundert da schon, was da so drinsteht. Sie fordern zum Beispiel klimafreundliche Alternativen zur Elektromobilität, beispielsweise Wasserstoffverbrenner und E-Fuels. Wir produzieren in Deutschland 55 Terawattstunden Wasserstoff jährlich aktuell. Und der wird vorwiegend in der chemischen Industrie verwendet. Und der geringste Teil davon ist überhaupt grüner Wasserstoff. Die nationale Wasserstoffstrategie geht von einem Bedarf an Wasserstoff aus in Höhe von 110 Terawattstunden bis 2030. Bis 2050 von einem Bedarf in Höhe von 380 Terawattstunden. Und es gibt Studien, die gehen von einem noch viel höheren Bedarf aus. Die Produktionskapazität muss also deutlich steigen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Eine Herkulesaufgabe ist aber auch die Verteilung dieses Wasserstoffs. Denn irgendwie wollen gerade alle Wasserstoff, die Industrie, die Gebäudewärme, der Verkehrssektor. Und im Energiebereich wollen wir Wasserstoff auch zur Stromerzeugung nutzen. Nur davon gibt es zu wenig und der Hunger ist riesig. Also müssen wir schauen, wie wir den Bedarf gedeckt bekommen. Und wir müssen die Produktionskapazitäten ausbauen. Das hätten Sie die letzten 16 Jahre schon angehen können. Aber Sie waren doch zu bequem. Das ist doch die Wahrheit. Jetzt müssen wir aufräumen, was Sie nicht angepackt haben. Ständig kehren wir den Scherbenhaufen auf, den Sie hinterlassen haben. Wir müssen zwei Dinge tun. Erstens den vorhandenen Wasserstoff so einsetzen, dass er effizient und möglichst im Sinne des Gemeinwohls effektiv genutzt wird. Und das hat sicherlich nicht in Ihren sogenannten Wasserstoffverbrennern Sinn. Das sieht Volkswagen genauso wie die Boston Consulting Group und andere Unternehmen. Wasserstoff muss vorrangig dort zum Einsatz kommen, wo er sich langfristig auch wirklich durchsetzen kann. Und das ist die Industrie. Mit Wasserstoff dekarbonisieren wir Stahl, Zement, Kalk. Mit Wasserstoff erhalten wir den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit Wasserstoff sichern wir die Arbeitsplätze in unserem Land. Zweitens müssen wir die Elektrolysekapazitäten ausbauen. Und das, liebe Union, setzen wir bereits um. Und zu den E-Fuels muss ich Ihnen auch noch was sagen, Herr Ploß. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit. Ja, die werden eine Rolle spielen. Das steht außer Frage. Überall dort, wo wir ansonsten schwer dekarbonisieren können, im Luftverkehr, im Schiffsverkehr, im Schwerlastverkehr, aber im Individualverkehr
halt nur eine kleine Rolle. Und ich kann Ihnen auch sagen, woran das liegt. Der Gesamtwirkungsgrad eines E-Autos liegt bei 76%. 76%, das ist unschlagbar. Der Gesamtwirkungsgrad eines Autos, das mit E-Fuels fährt, liegt bei 13%. 13. Allein 45% der Energie gehen für die Wasserstoffproduktion drauf. Und das ist ökonomisch absolut sinnfrei, E-Fuels dort zu benutzen. Und deshalb diskutieren wir gerne Ihre Anträge im Ausschuss weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 5806, 5807 und 5812 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. So, und damit ist zumindest jetzt einmal das Thema Abgasnorm erledigt.